Ja, nach dieser atemberaubenden, ultralangen Folge, beziehungsweise, ja, nicht so lange Folge, aber 24 Minuten sind schon sehr, sehr lange, geht's jetzt weiter hier bei The Evil Within, ich glaube Folge 9. Ne, Folge 8, glaube ich, ist es. Ich glaube Folge 8. Wenn ich mich nicht recht irre, ist es Folge 8 und wir werden uns natürlich hier noch ein wenig umsehen. Wir sind ja von draußen gekommen. Wir wissen, auf dem Balkon sitzt noch der Scharfschütze, der uns noch gefährlich werden kann. In der letzten Folge haben wir auch endlich die Qualenarmbrust. Die haben wir auch schon ausprobiert. Mit einem Explosivbolzen. Und wir werden uns hier noch ein wenig umsehen. Ich weiß, da hinten lag auf jeden Fall die Armbrust auf dem Sofa. Und hier ist, glaube ich, der Balkon. Oh, hier sind wieder neue Streichhölzer. Was haben wir hier? Oh. Harpunenbolzen. Mein Gott, jetzt fängt wieder alles zu jucken hier. Das gibt's doch gar nicht. Harpunenbolzen. Ein mächtiger Harpune für die Qualenarmbrust, um Gegner aufzuspießen. Oh, er kommt. Alter, der sieht mich durch ein Fenster. Alter, der sieht mich durch ein Fenster. Okay. Oh, der schießt doch. Wie war nochmal Leben? Ah ja, so, ne? Alter, was sind das denn für geile Zombies? So war das aber früher nie gewesen bei Resident Evil. Ich kann mich nicht entsinnen, dass es so war. Wo ist er? Komm raus! Alter, komm raus! Wo ist er denn? Hallo? Ich kann mich nicht entsinnen, dass die... Ja, da bin ich! Oh, da guckst du, ne? Bumm, weg bist du. Ich glaube, der ist schon verbrannt, aber... Naja. Können wir das Gewehr von ihm nehmen? Und wo ist er eigentlich hin? Naja. Scheint weg zu sein. Soll mir auch egal sein. Mit der Lebensenergie ist so ein bisschen... Ich glaube, wir werden als nächstes werden wir mal die Lebensenergie verbessern. Weil die ist doch ganz schön schnell futsch. Aber somit habe ich das Ganze hier besser gelöst, als wie in Folge 7, die ich schon mal aufgenommen hatte. Weil in Folge 7 bin ich hier durchgerusht wie so ein Idiot. Und hatte ganz schön Theater an der Backe. Und jetzt ist es doch humaner und bin besser durchgekommen wie sonst. Naja. Vielleicht hilft es doch ein zweites Mal durchspielen. Oder ein zweites Mal spielen. Das ist doch besser. So, wir sind auf jeden Fall jetzt besser ausgerüstet. Wir haben mehr Utensilien als wir am Anfang des Spiels. Da waren wir doch sehr, sehr spärlich gerüstet. Ich glaube, im Übrigen ist es eine Kuh, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja gut, die Falle können wir eigentlich auch aufnehmen. Oh, hier liegt noch ein bisschen eine Axt. Und Hagel. Und wir werden natürlich die Falle mitnehmen. Weil die brauchen wir jetzt nicht mehr. Ja, X gedrückt halten. Ja, ich weiß, halte X gedrückt. Wir wissen ja, was passiert, wenn wir nicht X gedrückt halten. Oder dann durchlaufen. Oder zumindest versuchen, durchzulaufen. So. Dann schauen wir mal, was uns hinter diesem Tor erwartet. Gar nichts. Wie soll ich es überhaupt aufkriegen? Ja, toll. Super. Es muss etwas geben, mit dem man da durchkommt. Eine Kettensäge oder sowas. Oh nein. Wie kommen wir da durch? Und außerdem, was ist das für eine Tür hier? Achso, dieser Raum ist das. Ich dachte schon. Oh nein. Ich weiß, was das heißt. Nein. Da habe ich jetzt mal sowas von gar keine Lust drauf. Bin ich ganz ehrlich. Weil ich weiß, wer eine Kettensäge hat. Okay, ist nichts drin. Nein, 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 nein.
Nein, 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 du hast mich nicht gesehen. Ich habe keine Lust auf die Idioten. Ja, die Frage ist doch wirklich, wie erledigen wir ihn, ne? Oder wie kommen wir an seine Kettensäge? Wow! Alter! Wow! Wow! Wow, 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 wow. Ach du Scheiße, ach du Scheiße! Au, au, nein! Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg! Alter! Alter, der hat uns einfach mal zerteilt! Alter! Ein Schlag! Diese Ladebildschirme, die sind aber auch echt krass, ne? Ich hasse sowieso Puppen. Ich hoffe, es kommt kein Level mit Puppen. Boah, das war ja jetzt mal echt heavy. Ich hoffe, der hat gut gespeichert. Also das automatische Speichern, ich hoffe, das ist gut. Denn... ja, das wäre nicht... Wo sind wir denn jetzt? Was haben wir denn jetzt alles im Inventar? Okay, wir haben alles. Ach ja, wir haben ja noch die Flinte, haben wir ja auch noch, ne? Stimmt ja. Wir haben ja mal die Flinte und die... Was können wir denn da herstellen? Bolzen wechseln? Achso. Werden wir nochmal Sprengbolzen erstellen? Ja. Blendbolzen? Okay, den Dings haben wir noch nicht. Gut, dann, probieren wir das Ganze doch nochmal. Und was haben wir an Lebensenergie? Wir haben nur noch... eine. Die werde ich mal als Reserve behalten. Okay, wir wissen also... Oh nein, da kommt auch noch so ein scheiß Zombie. Boah, nein. Gut, gehen wir hier lang. So, dann wollen wir mal das Ganze anders angehen. Nicht so wie gerade, das war ja nicht sehr toll. Oh, da liegen noch Streichhölzer. Die können wir mitnehmen, weil ich glaube, so viele haben wir nicht mehr. Ja, sehr schön. Super, wunderbar. Also, es heißt doch für uns, dass wir ihn erledigen müssen. Die Bombe werde ich dann, glaube ich, auch entschärfen, weil so schnell kommen wir da nicht vorbei. Na, komm. Komm. Na, komm. Ach, wir müssen erst zum Tor, ne? Sind die oben denn schon tot? Ja, sind schon. Okay. Also müssen wir hier einmal dran wackeln, damit er das sagt. Damit er sagt Kettensäge. Super. Es muss etwas geben, mit dem man da durchkommt. Na toll. Eine Kettensäge oder sowas. Als hätte ich das nicht schon gewusst. Na, dann wollen wir mal. Auf geht's. Ich freue mich. Wie ein Schnitzel. Was in der Pfanne brät und sich wendet. Boah, wo hat er denn hingeschossen? Will er mich verarschen? Wow, wow. What the fuck, what the fuck, what the fuck, what the fuck? Kann ich den Bolzen wieder aufnehmen? Tatsache, ich kann ihn wieder... Oh! Nein! Alter! Da haben sich ja mal echt Mühe gegeben, ey, dass der Charakter so auseinanderfliegt. Das gibt's doch gar nicht, ey. Scheiße. Also die Ladebildschirme sind echt cool. Ich meine, das Spiel auch. Fallen und Schalter können ausgelöst werden, indem du drauf schießt. Warum habe ich denn den ersten so verschossen? Das gibt's doch gar nicht. Gut, also machen wir es nochmal. Also. Nein, was mache ich denn? Okay, so. Die Flinte mache ich auch eben auf Schnellwahltaste. Genau. So.
Und wir werden mal eben... Ja, wir müssen ja erstmal wieder zur Kette. Also mit dem Bolzen ist echt jetzt dämlich, dass ich den ersten auch voll verschossen habe. Das gibt's gar nicht. Wie war das nochmal? Rennen ist manchmal eine gute Alternative. Stand irgendwann mal im Ladebildschirm. Ja, ich brauche gleich deine scheiß Kettensäge, du Affe. Ich würde es gerne mit dieser Mine da mal ausprobieren, einfach durchzurennen. Ob das klappt? Ich probiere es mal. Das geht. Ja, das könnte man das eigentlich als Falle benutzen. Oh. Könnte man das gut als Falle benutzen, diese Mine. Da durchrennen, dann in die enge Gasse zwängen und dann mit den Bolzen, mit den Sprengbolzen dann ihn erledigen. Und mit der Flinte natürlich. Das ist eine gute Strategie. Ich glaube, wir werden sie mal ausprobieren. Super. Es muss etwas geben, mit dem man da durchkommt. Eine Kettensäge oder sowas. Toll. So, also als erstes die Armbrust und rechts ist dann so, rennen wir so, ja. Ja, Kumpel, dann komm mal. Komm mal raus aus deinem Loch. Na, kommt er jetzt auch oder nicht? Was, wieso geht die Mine nicht an? Wieso geht die scheiß Mine nicht an? Ach, wieso, was? Alter, was? Alter, geh weg. Boah, nein. Boah, nein. Das war ja mal voll. Wow. Warum kommen auf einmal so viele? Wollt ihr mich verarschen oder was? Alter, wollt ihr mich alle verarschen? Wieso kommen auf einmal so viele? Warum kommen auf einmal so viele? Alter, fickt euch alle! Alter, fickt euch alle! Los! Alter! Wir sägen jetzt erstmal die Leiter ab, das wäre cool. Alter, das geht gar nicht. Ich muss den Kerl schnell erledigen. Ja, ich muss den Kerl schnell erledigen. Du bist ja Töfte. Wie soll ich den Kerl schnell erledigen, wenn ich keine Bolzen mehr habe? Doch, Sprengbolzen habe ich. Und wieso hat er den nicht ausgewählt? Der Kollege? Ja, geh runter. Wo bin ich denn jetzt hier? Ach, hier. Ja, hier will ich aber gar nicht sein. Boah, ich vermassel's mir selber hier gerade, glaube ich. Ja, laute Geräusche. Schau es mal auf laute Geräusche. Boah, diese Musik gerade. Wie gut, dass wir eine Sekunde schneller rennen können. Ja. So, wo ist er denn? Kommt her, ihr Schweine! Ich warte auf euch! Ich glaube, ich werde mal das Medipack nehmen. Sicher. Ist hier in der Hütte noch was drin? Wir haben ja die Zeit. Mal eben. Oh ja. Da liegt sogar noch eine Spritze. Wie geil ist das denn? Ich hoffe, wir haben uns jetzt hier nicht... Hat er die aufgenommen? Ja, ne? Ich hoffe, er hat sie aufgenommen. Ja, hat er. Wo ist denn der Mann mit der Säge? Mann mit der Säge! Hallo! Wo ist er denn? Kann ich nicht einfach das Gitter fallen lassen, wenn er hier drunter steht? Uah. Alter, warum haben Zombies ein Dings? Alter!
dich doch gestorben, du kleiner Stricher! Gestorben, du kleiner Stricher! Gestorben, du kleiner Stricher! Geh doch! Alter, geh einfach sterben! Geh einfach sterben! Geh einfach sterben! Und wir haben kein Leben mehr. Oh. Was? Wow! Wow. Wieso explodiert das Ding nicht? Wieso explodiert das bei dem nicht? Oh, jetzt aber. Wow! Fuck. Wir haben nicht mehr viel Leben. Ihr seht's, mittlerweile ist bei mir auch schon dunkel. Wir haben es mittlerweile 7:45. Und ich, ja. Hehe. Ich weiß nicht, wie wir da aus dem Schlamassel rauskommen. Also er hält verdammt viel auf. Vor allem kommen da auch noch mehr Zombies. Das ist ja sowas von klar. Das ist ja so wie bei Resident Evil einfach gewesen. Und ach, wir haben ja noch eine Granate, ne? Stimmt, ja. Wir wissen, hinten liegt noch ein Medipack, was wir noch nicht haben. Das werde ich jetzt, bevor ich den Dicken aufwecke, werde ich das Medipack jetzt natürlich erstmal auch holen. Die Flinte lasse ich noch drin. Ich werde mir auf jeden Fall noch einen Sprengbolzen erstellen. Ja. Ein Blitzbolzen. So. Dann werden wir eben unten langlaufen auf die Schnelle. Ja, steht ihm alle auf. Ja. So, Moment. Uno Momento, por favor. Alter, lass mich durch. Das war fies. Alter, wie viele das noch sind. Das sind ja noch verdammt viele. Wo sind die? Die müssen alle auf einen Haufen sein, das wäre viel besser. Na kommt her, alle auf einen Haufen, wäre viel, viel besser für euch. Ja, komm her! Mein Gott, kommt her, alle! Uah, fuck! Yeah! Uah! Geh sterben! Du kriegst einen auf den Ballon, du Otto! So. Kopf weg, anzünden, weg ist er. Ich habe nämlich das Gefühl, dass das die Zombies sind, die uns die ganze Zeit da mitverfolgt haben. So, wo sind die anderen? Ja, ich weiß, er ist stinkig, aber ich suche noch eben die... Oh, eine neue Granate. Oh, die stecken fest, das ist geil, die stecken fest. Wir nutzen mal einen Bug, ja, vom Spiel. Oh nein! Ach ja. Guck mal hier, was ich kann. Guck mal. Ja, guck mal, ich kann nicht anzünden. Burn, Baby, Burn! Habe ich die Trophäe gerade erhalten. Burn, Baby, Burn. Mein Gott, wir haben so viel Hagel. Jetzt hier auch wieder eine neue Granate? Nö. Naja. Gut, somit haben wir die auch ausgeschaltet. Das heißt, da brauchen wir uns keine Gedanken mehr machen. Wir haben zwei Spritzen. Eine werde ich jetzt nehmen. Und wir haben eine Granate. Wir haben eine Schrotflinte, wir haben einen Revolver, den ich nachladen werde. Ich werde die Spritze mal eben nehmen, die erste. Und wir werden unseren Freund aufwecken, denn jetzt sind hier keine Zombies mehr.
Also diese Ausdauer ist schon echt heavy. Muss ich ja mal sagen. Aber hier scheint noch einer zu sein. Aber wo? Es hört sich an, als ob der hier drin wäre. Waren wir denn hier drin schon? Nee. Ach, hier waren wir noch nicht, ne? Ich werde mal eben hier... Oh. Die könnten uns noch gefährlich werden. Oh ja. Aber ich würde sagen, wir sparen uns das für eine weitere Folge auf. Ich weiß, wir sind immer noch im Dorf. Ich kann es leider nicht ändern. Aber ich bin guter Dinge, dass wir da noch ein paar Utensilien finden werden. Vielleicht können wir da auch nochmal, ja, in die Underwelt rein und vielleicht uns nochmal verbessern ein wenig. Oder ansonsten denke ich mal, dass wir den Dicken dann erledigen in der nächsten Folge. Also, es bleibt spannend. Bis demnächst. Tschüss.